Hallo, wir haben am Freitag Hähnchenfleisch mit Kartoffeln, Aubergine und eine rote Paprika und Creme Fraiche Soße gemacht. Dazu hatten wir, ich glaube, das waren 500 Gramm Hähnchenfleisch, noch einen fast einen Sack Kartoffeln, eine Aubergine, eine rote Paprika. Und ja, diesmal hatten wir die Soße nicht vergessen. Wir hatten die Kartoffeln vorher gekocht. Dann hatten wir nachher das Fleisch, die Auberginen und Paprika und die Kartoffeln dann gebraten. Und die Soße hatten wir aus zwei Bechern Creme Fraiche. Und im Kühlschrank habe ich ein Glas Brühe, da haben wir ein viertes Glas Brühe reingeschüttet, dann ist das flüssig geworden. Das war ein bisschen fest mit dem Creme Fraiche. Und dann hatten wir noch Gewürze reingetan, Pfeffer, Salz und Paprika und von meinem Pilzpulver. Und ja, das schmeckt sehr gut, das Essen. Wir hatten am Freitag noch zwei, ich und meine Freundin, gegessen und danach haben wir noch 5 Portionen für die Mikrowelle, die ich habe, gehabt.